Vera, schön, dass Sie zu uns an den Stand gekommen sind. Ich begrüße Sie, freue mich, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Bevor wir ein bisschen in Medias Res reingehen, ein bisschen über Bosch Siemens Hausgeräte fragen, wollen Sie ein bisschen was zu sich und Ihrer Person erzählen, was Sie machen? Ja, erzähle ich ein bisschen was. Ich bin schon relativ lang bei der BSH Hausgeräte, heißt ja nicht mehr Bosch Siemens. Oh, Entschuldigung, ne? Tut mir ja so leid. Ja. Kein Problem, die meisten kennen das auch noch unter dem Namen. Mhm. Ja, zu meiner Person, bin schon lange dabei, war lange in Frankreich als Marketingleiter in dem Fall für die BSH, war mal für die Marke Gaggenau zuständig. Oh, schöne Marke. Also für Marketing, Produktmarketing. Und ja, und jetzt seit 6 Jahren im Digitalen. Das war zwar auch vorher schon Bestandteil dessen, was ich gemacht habe, aber in dem Fall spezialisierter und bin in dem Bereich für E-Business zum Konsumenten. Da gehören im Wesentlichen alle unsere Brand-Webseiten dazu, da gehören unsere E-Commerce-Shops dazu, da gehört das CRM-Programm und die Social-Media-Kanäle, die dann von uns zur Verfügung gestellt werden und dann von den einzelnen Marken und Ländern dann auch gespielt werden. Mhm. Spannend. Ja. Wenn Sie sagen, Schnittstelle zum Kunden, ist es, was eignet sich am besten einerseits für Neukundenakquise? Also ist es Social Media, sind es die Webseiten, ist es tatsächlich Werbung? Und was ist im Bestandskundenbereich, also in der Kundenpflege, im CRM, was ist da eigentlich die beste Kombination, also das Ei des Kolumbus sozusagen in der Kundenpflege? Ja gut, wir haben ja die lustige Situation, dass man Hausgeräte jeden Tag benutzt, aber nur sehr selten kauft. Das heißt, der Kaufprozess kann unter Umständen 10, 15 Jahre her sein. Und dazu interessieren sich die meisten Leute jetzt nicht so wahnsinnig für Hausgerätetechnik, also nicht für die Nutzung. Also rein aus CRM ist es wirklich eine Herausforderung. Deswegen, klar, muss man natürlich schauen, was kann man in dieser langen Zeit tun. Da gibt es diverse Überlegungen, auch in vielen Ländern auch schon einige Aktivitäten. Auf der anderen Seite ist für uns der spannendste Moment mitzubekommen, wenn die Leute, wie man so schön, in Market sind, also sprich, was brauchen wir? Da gibt es nicht so viele Gründe, ne? Aber also, Gerät ist nicht mehr reparabel, ich ziehe um, baue ein neues Haus, heirate, kriege ein Kind. Das sind so die klassischen Anlässe, ziehe um. Und für uns jetzt mal, um tatsächlich in dieser Phase des Kaufprozesses, wenn die Leute wirklich was brauchen, einzuhören, da basiert im Endeffekt unsere ganze Infrastruktur auch darauf. Und diesen Moment natürlich rauszufinden und dann mit den im richtigen Kontext die relevanten Informationen zu liefern. Was heißt das jetzt, was Kanäle angeht? Das funktioniert auf der Webseite natürlich relativ gut. Weil die Leute, warum gehe ich auf eine Herstellerseite? Weil ich Informationen haben will. In der Regel noch mehr, wie es auf den Online-Kanälen gibt. Ich will wissen, ist es ein neues Gerät oder ein alter Hut, das der noch abverkaufen will? Gibt es noch zusätzliche Informationen? Ja, und dann ein ganz entscheidender Punkt, das ist auch ein Fokus, den wir momentan haben, das sind Kundenbewertungen, die teilweise auf unseren eigenen Seiten gemacht werden, die aber teilweise, ja, zum großen Teil sogar, muss man sagen, eben auf den wesentlichen E-Commerce-Plattformen. Die man so kennt, ja klar. Genau. Und die einmal arbeiten wir mit einigen Händlern zusammen, dass mehr generiert wird. Mhm. Natürlich nicht, dass wir das schreiben, aber dass mehr generiert wird. Sprich, die Leute werden einfach eingeladen, es zu tun. Wir selber auch auf unseren Seiten. Und wir haben zusätzlich auch noch, also diese Funktion selber auf unseren Seiten, haben aber auch, was unsere Question and Answers angeht. Das heißt, die Leute nutzen das mehr, als wir eigentlich dachten. Das heißt auch ganz konkret in unseren Callcentern, die früher eben telefonisch oder eben auf Facebook in dem Fall viele Anfragen beantwortet haben, sind jetzt mehr und mehr in diesen Question and Answer. Das hat einen Vorteil, dass es da ist, wo die Leute eh schon gucken, viel näher am Produkt eigentlich. Und vor allem ist ja nicht wie auf Facebook, dass dann der Newsfeed irgendwann weg ist, sondern ich kann tatsächlich da ein bisschen runterscrollen und sehen, was haben andere schon gefragt, ist das für mich relevant. Das funktioniert wirklich sehr gut. Was ich spannend finde, ist ja gerade in der Kaufentscheidung, also jetzt nicht im Kundenservice, sondern in der Kaufentscheidung sind ja gerade Bewertungen, ne, für uns Menschen ja was unglaublich wichtig ist. Ne? Also wer empfiehlt das Gerät, was haben andere darüber gesagt, auch wenn ich die vielleicht gar nicht kenne, die da gerade was sagen. Aber die Masse macht es dann doch. Wir wissen das alle, wir sind alle nicht frei davon, dass wir mal gucken bei 182 Bewertungen, wenn davon dann 170 nur ein Stern sind, dann wissen wir, vielleicht ist das Produkt nicht so gut. Wie machen Sie das, dass Sie tatsächlich sagen, Sie arbeiten mit den Plattformen, den großen E-Commerce-Plattformen zusammen und aggregieren Sie dann die Bewertung bei sich auf der Seite und sagen also tatsächlich, guck mal, das ist alles das, aus den Quellen haben wir es bezogen oder sagen Sie richtig, das sind jetzt die Sterne von, ich sag's jetzt Amazon, das sind die Sterne von irgendjemand anders? Also es gibt beides. Also wir intern wollen wir alles, wir ziehen alles, aggregieren alles und
nutzen das für die Vorentwicklung, für die Entwicklung, für das Produktmarketing, für das Produktmanagement, Marketing, Service, all diese Abteilungen, Qualitätssicherung. Das ist das eine. Und dann, was man so neudeutsch Syndication nennt, also wir haben mit einigen Herstellern, die die gleiche Lösung verwenden, einen Austausch in beide Richtungen. Und da ist es tatsächlich so, dass dann, zum Beispiel bei der Activa, das ist so in Frankreich, ne, da steht dann dieses... Bewertung wurde ursprünglich auf darty.com oder FR in dem Fall. Das heißt, es ist schon transparent, dass man das sieht. Es geht auch in die andere Richtung. Also da steht dann eben hier, das wurde ursprünglich auf Bosch.com oder so. Ich denke, beide Modelle haben wir. Aber das ist natürlich das eine ist ein einer Teil und das andere ist für uns als Analyseinstrument, um unsere Produkte besser zu machen. Haben Sie auf die Bewertung, ich finde das total spannend, weil ich predige immer gerade auch für den Handel und wir sind ja hier auf dem Handelskongress, predige ich immer, dass Sie das Instrument Bewertung bitte nutzen sollen für sich und auch für Ihre Produkte. Und deswegen bin ich da so hinterher, deswegen bohre ich da so, denn sehen Sie einen Unterschied in der Nutzung Mobile und Desktop von Ihrem Bewertungssystem, also auf Ihren Seiten, dass Sie sagen können, ist das tatsächlich der Kaufmoment, wo die Leute ja sehr wahrscheinlich mit dem Smartphone unterwegs sind, oder ist es zu Hause, das Informieren über das Gerät am PC? Also das am PC, das hat sich ja mit diesen, ich nenne es mal Phablets, ne? Also mit diesen größeren Smartphones, würde man ein bisschen vergessen. Im Mobile wird ja Tablet, Smartphone klein und Phablets ist ja irgendwo so eine Mischung von beiden. Yeah. Und seitdem die im großen Stile gibt, gehen auch die Zahlen da. Also wir, ich meine ganz generell, wird natürlich viel, viel mehr Mobile gemacht. Das heißt auch wir Mobile First, unsere Seiten, die neuen, sind optimiert auf Mobile und der Rest läuft halt auch noch mit. Bewertungen an sich, ich meine, die werden ja oft, der Trigger ist ja oft so eine, es gab bei E-Commerce ist ja in der Regel so ein Post-Purchase-E-Mail, wo du sagst, hier, willst du nicht bewerten, vielleicht kriegst du noch irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Anreiz. Und das, denke ich mal, wird im großen Stil auch jetzt mehr Mobile gemacht. Und früher hat man gesagt, naja, kaufen werden sie ja wahrscheinlich nichts, Leute. Also ich habe die Zahlen jetzt, wir sind ja auch in China ziemlich stark unterwegs, war heute auch ein paar Mal dieser Single-Dreh, der ist auch für uns ein dreistelliger Millionenumsatz dann an dem Tag. Glückwunsch. Man muss auch bedienen. Ich kenne die Quote jetzt, also da wird 92% wurde über Mobile eingekauft. Ja, 92%. Also ob das jetzt kommt, ich meine, im Zweifel, und lustigerweise die Chinesen, die bewerten auch noch zu über 60% die Produkte, weil die keinen Verbraucherschutz haben. Insofern ist das so ein bisschen kulturell. Das ist ja vielleicht die Motivation höher, ne? Ja. Bei den Chinesen. Also, da will ich jetzt gar nicht mehr so großen Unterschied machen. Man natürlich Desktop in Deutschland gerade, das ist noch ein großes Thema. Aber die Welt wird sich da ändern und es wird keinen Unterschied mehr machen. Ob das jetzt 50, 60, 90, spielt gar nicht so, sondern weil optimiert wird in Zukunft auch bei uns schon auf Mobile. Wenn Sie sagen, Sie sind ja für CRM zuständig und irgendwann gibt es mal den sprechenden Kühlschrank, ist dann der Kühlschrank ein Kunde möglicherweise von BSH oder machen Sie das in Kooperation vielleicht mit einer Edeka oder mit Rewe? Es gibt ja diese Modelle auch schon. Also jetzt muss man der sprechende Kunde, also es gibt ja tatsächlich von uns vernetzte Geräte, und zwar immer mehr und wird wohl auch irgendwann der Standard werden. Ja. Und dann können Sie natürlich, nachdem der Wert eines Hausgerätes, wenn das, sagen wir mal, 100 ist, dann ist das, was Sie da rein- oder raufstellen über die Zeit, ist natürlich gigantisch viel mehr wert. Also was Sie an Nahrungsmitteln, an Kleidung, an wie auch immer mit den Geräten tun, ist natürlich gigantisch viel mehr. Wir bekommen natürlich, sofern der Kunde da einwilligt, diese Daten, die Nutzungsdaten auch, und die kann man natürlich für solche Dinge nutzen. Und das ist alles denkbar. Wir haben dafür auch so ein Software-Development-Kit, das heißt, Sie können sich auch selber in der App überlegen, was Sie jetzt verkaufen, machen, wie auch immer. Sie kriegen von uns je nach Integrationsgrad dann auch die Daten. Also nicht die Daten, aber zumindest den Zugriff, was ist das für ein Status, solche Dinge. Und das ist sicherlich neben dem traditionellen Hausgerätegeschäft ein interessantes Geschäft über Services. Wir haben das mit HelloFresh zum Beispiel gemacht. Es gibt eine Amazon-Integration, Replenishment für Spülmaschinen. Was gibt es alles? Also die Waschmaschine, auch, genau, die Waschmaschine. Ja, aber das in dem Fall, also bei der Spülmaschine ist schon integrierter. Also die könnte schon selber
dann bestellen. So schlau ist die Spülmaschine. Wie schlau ist die schon? Das beängstigt mich jetzt also ein klein wenig. Ja, wenn Sie das überlegen, gibt es natürlich noch, will ich das, will ich das nicht. Ich lese gerade das Erwachen von Andreas Backhaus, das ist so ein bisschen schön. Ja, okay, da ist alles vernetzt, ist so ein aber bisschen krass. Aber ich will gar nicht, die Daten sind halt, also das Geschäftsmodell ist natürlich insofern interessant, weil wenn wir wissen, wann Leute was wie machen mit unseren Geräten, dann ist es natürlich zum Beispiel auch für den Handel interessant, was machen die eigentlich da, wann tun sie das, in welchem Viertel, und wenn ich das mit anderen Daten kombiniere, dann kommen da, also auch, wo habe ich ein Outlet, wo, wie groß muss das sein, das Sortiment, also kann ich mir alles Mögliche ableiten davon. Bis dahin, dass es auch für Energieerzeuger interessant ist. Absolut. Wann die ihre Peaks haben, arbeiten wir auch teilweise zusammen mit denen, dass zum Beispiel eine Spülmaschine halt in der Nacht dann angeht. Wäre ja sinnvoll. Ja, das gibt es auch schon, diese Modelle. Dann haben sie halt so einen Smart Meter, ne, der dann sagt, so, bei Energieversorger haben wir das Problem. Die haben Peaks, ne, das kosten nicht nur viel Geld, sondern ist auch für die Umwelt nicht so toll. Ja. Dass dann irgendwelche Kraftwerke 2 Wochen lang angeschmissen werden. Im Winter zum Beispiel, in Frankreich ist ein klassisches Thema. Ja. Und das ist natürlich super interessant, dass man dann diese Spitzen weg. Das hat jetzt gar nicht so sehr was mit direkt Kunden, der merkt es an der Stromrechnung. Ja. Aber damit kann man indirekt auch sehr viel machen. Das heißt, Sie arbeiten an richtig innovativen Themen zusammen mit dem Partner, in einem, vielleicht in einem Plattformumfeld. Ja, genau. Ich meine, wir haben ja selber ein Ökosystem, Bosch Smart Home, Home Connect. Okay. Diese, wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine größere Abteilung? Es ist eine eigene Company. Es ist eine eigene Abteilung, die produktübergreifend diese Technik entwickelt, nennen wir es mal einfach so, die Infrastruktur dafür herstellt und die Offenheit des Systems, je nachdem, an wen man da sich verbinden will, dann zur Verfügung stellt. Und da ist natürlich, das ist ja der Witz an so einer Plattform dann auch, das Ökosystem, wie sie so schön hat, Ökosystem, dass man heute noch gar nicht weiß, welche Ideen man da alles kommen kann. Es ist so offen und wir verkaufen so viel davon, dass die Chance, dass da richtig gute Dinge dabei sind. Und so klassische HelloFresh, klar, die ganzen Lebensmittel, das liegt natürlich am nahesten, sowas zu tun. Aber man kann sich auch alles mögliche, also wenn man einfach nur denkt, was mache ich mit Hausgeräten und was ist da drauf drin, wie auch immer, dann wissen Sie ungefähr, in welchem Umfeld man da sich bewegt. Was da theoretisch alles möglich wäre. Also ich stelle mir vor, in Ihrer Entwicklungsabteilung sind ganz viele Frauen wahrscheinlich, oder? Weil die natürlich auch die User sind von den Hausgeräten. Also es gibt tatsächlich... Oder lauter moderne Männer. Sorry, es gibt musste auch, sein. Es gibt Klischee von der Frau. Ja, klar. Ja, es ist egal, wie viel die Quote... Ich kenne sie jetzt nicht in der Entwicklung. Das Entscheidende ist, das, was wir jetzt zum Beispiel, was ich vorhin auch erzählt habe, wie wir aus Kundenbewertungen jetzt unsere Vorentwicklung entwickeln. Ja, gut, da ist über die Hälfte der Frauen die Bewertung abgeben. Natürlich. Und natürlich. Das ist auch manchmal hart für Männer zu lesen dann, ne, was sie sich da einfallen lassen und wie das dann ankommt. Auch ein Problem. Nein, ich denke an irgendwie Haarstyling-Produkte oder so. Ja, jetzt sowieso. Ne, aber die also auch bei ist ja tatsächlich so, dass die in der Nutzergruppe sicherlich die Frauen die Mehrheit sind. Bei Gaggenau war das durchaus ein bisschen anders teilweise. Da sind auch viele Männer, die gern kochen. Ja. Mit schönen Geräten ein bisschen selbst belohnen wollen, ein bisschen Leistungsreserven haben wollen. Wenn sie fußkrank sind und die Porsche nicht mehr bedienen können. Aber Kundenbewertung ist, genau. Alle Klischees. Was mich zum Thema CRM noch interessieren würde, früher haben sie sicherlich sehr viel mit Callcentern gearbeitet. Dann kam Social Media irgendwann und hat ja, ich will nicht sagen übernommen, die Callcenter gibt es sicherlich immer noch. Aber was hat sich verändert im Service und Post-Sales durch Digitalisierung, durch neue Medien, durch neue Kanäle, die plötzlich da waren, die Kunden genutzt haben und sie waren plötzlich gezwungen zu sagen, ich muss dort präsent sein, um Antworten geben zu können, weil ich werde gefragt. Also das kann ich sehr konkret beantworten, weil wir es auch organisiert haben. Also wir haben ja eigene Callcenter in fast allen Ländern. Das ist eine der Kernkompetenz, das eben nicht outgesourced zu haben, sondern das selber zu haben. Und ganz konkret haben wir für die großen Länder aus diesem Callcenter-Team dann Leute rekrutiert, die es A lernen wollten und dann auch die auf Social-Kanälen antworten. Das Social-Care-Team, so nennen wir das intern. Das tun die. Und da gibt es natürlich einen Prozess, je nachdem wie kritisch das ist. Da haben wir so ein Level 1 bis 5 und ab Level 2, das können wir selbst bewerten, gibt es einen anderen Prozess, je nachdem wie kritisch das halt ist.
Das haben wir aber im Callcenter organisiert, also das ist eine Gruppe, die das macht. In China zum Beispiel, da ist das halt schon in der Dimension, wo man da ja braucht. Ja. Wie viele Mitarbeiter sind da in China, nur um Social Media zu betreuen? Wissen Sie das aus dem Kopf? Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. die Zahl, in China haben sie eine ganz andere Infrastruktur, haben sie WeChat. Da wird alles über WeChat gemacht, ja. und viele Online-Kanäle. Also da ist bestimmt deutlich über 100 Leute, die da nur diese Kanäle bedienen. Ja. Aber dann eben auch alle möglichen Fragen rund um den Kauf und beantworten. Insofern ist es ein bisschen schwierig, eine Zahl abzuleiten. Und wir haben auch gesehen, in den letzten Jahren hat sich das stark verschoben, seit wir diese Question-Answer-Funktion auf unseren Webseiten haben. Haben sich viele Anfragen, die dann über Facebook kamen zum Beispiel, haben sich verlagert. Und das ist ja eigentlich auch besser aufgehoben, wenn man ehrlich ist, weil da ist man viel näher am Produkt. Das ist auch unsere Plattform, also ganz unwichtig. Da haben wir auch die Kontrolle darüber. Vor allen Dingen skalierbar, ne? Und ist auch skalierbar und es ist auch nicht so wie der Newsfeed bei Facebook, weil der mal weg ist. Da kann jeder, der nicht nur sich Bewertungen eben anschauen, sondern eben auch die Fragen. Mhm. Ja. Das teilweise beantworten das die Community, teilweise wir, je nachdem, was halt opportun ist. Aber das ist, und das hat lustigerweise dann im Callcenter nicht nur für Begeisterung geführt, weil das halt deutlich anonymer ist wie auf Facebook. Facebook hat immer so ein bisschen Dialog, ja. Und da ist einfach, schreibt man eine Antwort und hört und sieht man im Prinzip nichts mehr. Also das ist für die emotional, weil das ein bisschen ein Rückschritt wieder. Aber sehen Sie da einen starken Trend jetzt zurück von individuell beantworten zu eher Fragenkatalog, also der langlebiger ist und der auch nachschlagbar ist, also mehr eine Form von Wissensaggregation, wie von einer Wikipedia oder einem Wiki hat, tatsächlich immer das sehr Individuelle. Also sind die Kunden dann auch mit dieser Anonymität, die bei Ihnen dann ja auch sichtbar wird, sind die damit zufrieden? Reicht denen das oder vermissen die dann auch irgendwie den persönlichen Kontakt? Na gut, sie können ja immer noch persönlich, also das ist ja eine Entscheidung des Kunden, ne? Wenn er jetzt nicht über Facebook öffentlich oder dann one-to-one zum Beispiel jetzt nur einen Kanal zu nennen, das ist ja seine Entscheidung, wenn er dann auf Q&A geht. Man sieht einfach, wenn man die Zahlen sich anschaut, dass das dann ein ziemlicher Move war. Also es ist scheinbar jetzt nicht so ein Bedürfnis, hier öffentlich darüber zu reden. Also eigentlich wieder ein bisschen normal. Ne? Das heißt, das ist, für uns ist es natürlich interessant, da ist Kundenbewertung, das ist so schön visuell, so plakativ, so eine Währung. Auch der Effekt, den man ja auch oft diskutiert worden bei uns, wenn es mal ausgerechnet, für manche Produktkategorien ist der Uplift 200% Abverkauf. Also wenn ich 5 und mehr Bewertungen gegenüber 200, also nicht 20, sondern 200, also das lohnt sich wirklich. Und sagen wir, diese Question and Answers, die kommen dann noch zusätzlich dazu. Und das spart natürlich dann auch, wenn Sie überlegen, was wir so an Größenordnungen bewegen, das spart einfach auch Zeit im Callcenter. Wenn die Leute schon Fragen, die schon mal beantwortet sind, halt nachlesen können. Und dann kommt vielleicht auch noch die Frage, ne, was machen wir mit Bots und so weiter. Es gibt auch konkrete Use Cases, weil die am meisten gestellte Frage bei uns im Callcenter ist, wo finde ich denn die Produktnummer? Also diese berühmte E-Nummer, das ist eine Art Seriennummer des Gerätes. Und das ist halt bei jedem Ding ein bisschen anders. Und die Fragen sind eigentlich standardisiert. Also den muss jetzt nicht unbedingt ein Mensch beantworten. Sowas. Ja. Klar. Und dann, wenn man das mal hat, dann, okay, das Leben einfach, haben wir heute auch gehört, das Leben einfach machen für den Kunden, aber da brauchen Sie auch keine individuelle Ansprache, Sie wollen es einfach noch finden, das Ding. Ja, eine schnelle, bequeme Der Hintergrund ist ja, dass wir das richtige Ersatzteil mitbringen, dass das dann gleich repariert werden kann und nicht erst, ich komme dann mal wieder, wenn ich es mal bestellt habe. Haben Sie schon Bots im Einsatz? Also tatsächlich? Ja, wir haben Pilotversuche auch. Ja. Wo, in welchem Land, wenn ich fragen? Ja, eben den Case, den ich gerade, das ist ein Case in China, probieren wir das aus, weil das ist natürlich, also gerade für so die Standardprozesse, da hat auch niemand was davon. Oder auch jetzt einen Reparaturtermin online zu buchen, das ist jetzt in etwa kein Bot, aber das kann man natürlich unterstützen. Solche Dinge, wo kein Mensch wirklich eine individuelle Beratung braucht, sondern eigentlich will, dass der Job schnell gemacht ist. Ja. Also geht es eher um die Dinge, die eigentlich lästig sind und für uns teuer sind, einfach zu automatisieren. Weil ich jetzt schon wieder umgekehrt gelesen habe, dass die komplizierten Fälle, also komplizierten, richtig komplizierten Fälle eigentlich lieber an eine KI gegeben werden, weil die können es wohl schneller lösen, als ein Mensch das kann, weil die KI ja den Fall vielleicht schon 20.000 Mal gesehen hat.
Und ja, man das sagt, dass man lieber die einfachen Fälle von den Menschen beantwortet haben will, weil man dadurch unwahrscheinlich viel Kundennähe schaffen kann. Das fand ich ganz interessant, den Aspekt. Das ist so, auch richtig. So eine, das ist bloß ein anderer so Anwendungsfall. Andere jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel mit Ersatzteilen. Das ist natürlich im Hintergrund dann tatsächlich KI, dass das Richtige mitnimmt. Ja. Weil wenn das nervt mehr, da kommt dann ein und Techniker und der sagt, ja, super, aber ich komme dann mal wieder, ne, wenn ich es richtig habe. Und da setzen wir das auch ein. Bei meinem Bosch-Kühlschrank, ich habe 3-mal das Ersatzteil bestellt, weil ich wirklich nicht erkannt habe, welches es war online. Ja, also es war vor KI-Zeiten und vor Bot-Zeiten. Ja, aber das ist natürlich auch eine Sache, da wird der Kunde eher Fehler machen, dann auch muss man einfach sagen, weil der meint, liegt jetzt an dem, man kennt dabei es liegt ja es jetzt nicht da. Also ich war mir sicher, die Abmaße stimmen und dann hat es auch nicht gestimmt. Ja, doch, ein Techniker. Gibt's einen Fixpreis, der macht das alles super. Also das muss man auch sagen. Kein Klischee mehr. Zeit ist dann auch irgendwie Geld, ne? Und wenn das alles wunderbar natürlich funktioniert und wir haben also, ich kenne es jetzt nicht auf dem Zehntel, aber wir haben eine extrem hohe Ersterledigungsquote. Super. Das heißt, wenn man die ruft und seine Produktnummer natürlich auch irgendwann mal findet und ein bisschen beschreibt, was es geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das kooperieren kann, extrem hoch. Und das ist ja, ich meine, das ist dann wirklich Kundennutzen. Das nervt dann mehr, als dann nochmal zu Hause zu sein, wenn der kommt. Ja. Und das Gerät auch nicht nutzen zu können. Ja. So, und auf die Zukunft gerichtet, was sind die Themen, an denen Sie arbeiten? An denen Sie mit Freude arbeiten? Also das eine haben wir ja schon jetzt, wie gesagt, diese Kundenorientierung, das war auch heute der Schwerpunkt, aus Kundenbewertungen, Kundenmeinungen und so, dieses Wissen, dieses Kundenwissen in die Organisation zu tragen und da sowohl die Entwicklung, Sortimentsgestaltung und so weiter zu regeln. Das ist das eine. Das andere, vernetzte Geräte, diese Daten tatsächlich, wir sind ja keine Krake in dem Fall, sondern wir würden wirklich, denke ich mal, oder machen gute Dinge damit. Und es ist halt, gibt es halt, wenn man dieses Ökosystem sich vorstellt, gibt es halt unendliche Möglichkeiten, was man tun kann, die wir heute vielleicht auch noch gar nicht alle sehen. Das sind, sage ich mal, Themen, die uns treiben. Ansonsten erfreuen wir uns über Internationalisierung, das ist das andere Thema. Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Kundenorientieren, das klingt ja so ein bisschen banal, aber ganz konkret bedeutet es für uns, dass die Leute ja hauptsächlich jetzt gerade im Online-Bereich nur noch das kaufen, was anderen gefällt. Das ist okay, das bedeutet aber auch, dass man sehr genau entwickeln muss oder ein Sortiment haben, was den Leuten gefällt. Weil sonst bleibt man leider auf dem Rest sitzen oder muss es zu eher nicht so attraktiven Preisen, was wir natürlich nicht tun, verkaufen. Und deswegen ist das jetzt nicht nur eine Sache, klingt gut, Kundenorientierung, sondern es ist eigentlich auch überlebenswichtig, dass man nicht, wenn das einfach mehr sich auf drehen. Das fokussiert, auf die Bestseller, was den Leuten halt gut, anderen gut gefällt, da muss ich halt genauer hinschauen, was gewählt wird eigentlich. Und nicht irgendwas machen, was man früher gesagt hat, nimm's mir mal ab, ne? Lagerdruck. Der Ingenieur aus dem Elfenbeinturm, der was gemacht hat und gesagt hat, jetzt seht mal zu, wie es verkauft bekommt, ne? Sondern man muss schon jetzt von der anderen Seite denken. Ja, das sind Sie ja jetzt im Handel, ne? Also Lagerdruck funktioniert natürlich manchmal auch, aber das ist jetzt gerade im Online-Bereich, wo es kein Lager mehr gibt in dem Sinn, ne? Wo es bei Dropshipping oder auf sehr kurzen Wege, dann funktioniert das nicht mehr. Richtig. Und das ist für uns nicht nur nicht so hilfreich, sondern das kostet auch richtig Geld, wenn Sie eben das Sortiment ein bisschen nicht ganz zielgenau auf das, was die Leute wirklich wollen, optimieren, dann kostet Sie das richtig Geld. Ja. Und absolut. Den Händler natürlich auch, wenn das tatsächlich noch im Lager drin oder in der Ausstellung, wenn es nicht weggeht, dann keiner Spaß dran. Ganz klassische Kennzahlen. Mit einem kleinen Blick auf die Zeit, eine finale Frage noch. Sind Sie heute das erste Mal auf dem Handelskongress? Ich glaube, ich war schon mal. Waren Sie schon mal da? Ja, der Grund war heute da, weil Sie einen Vortrag gehalten haben. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund, weshalb Sie hier sind. Was ist für Sie spannend am Handelskongress? Ja, generell finde ich das Format sehr, sehr interessant. Also mein Handel ist ja unser Kunde in dem Sinn. So ist natürlich, und wir beobachten natürlich auch, nicht nur mit großem Interesse, sondern wie der Wandel, wer wann wie was wie macht. Wie uns, weil gerade im CRM-Bereich arbeiten wir ja auch zusammen mit dem Handel, weil unser Ziel ist ja jetzt auch nicht, das für den Handel komplett zu übernehmen, das ist ja gar nicht unser Ziel. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und da gibt natürlich auch viele Gefahren, um sich da ein Bild zu machen, was derzeit diskutiert, wie weit die Einzelnen schon sind und natürlich auch wir uns als Hersteller
schon mal zu präsentieren, der jetzt nicht nur Geräte hinstellt und das war's dann, sondern auch weiterdenkt. Ein bisschen weiter. Und auch den Handel als starken Partner da mit einbezieht. Und heute, es kamen auch sehr viele Fragen jetzt nach dem Vortrag, insofern, denke mal, hat es sich dann auch gelohnt. Dann war es ein guter Vortrag. Das müssen andere beurteilen, das weiß ich nicht, aber zumindest haben viele gefragt, insofern ist das schon ein gutes Zeichen. Super. Ganz herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank. Sehr spannend, ein Blick hinter die Kulissen und insbesondere ins CRM und Social Media. Ja, dann danke ich auch. Und Ihnen noch einen ganz, ganz spannenden Handelskongress. Viel Spaß heute Abend bei der Party und wir sehen uns bestimmt noch. Ja, Spaß bei der Party. Ich fliege jetzt zurück. Ich bin seit gestern da. Ich war auch auf dem CRM Excellence Day. Ach so, wir haben einen Doppelpack. Man kann ja nicht überall sein. Und ich muss jetzt wirklich zurück. Dann wünschen wir einen guten Heimflug. Guten Heimflug. Dann, genau. Also, danke. Vielen Dank, Herr Rivera. Tschüss.